Rome 2 oder Warhammer? Fragezeichen. Das, was einem gefällt. Ich finde, bei Total War ist eigentlich die Entscheidung, ob man das gut oder schlecht fand. Ja, okay, bis auf teilweise Sachen wie Leute, die natürlich Religion dann kacke fanden in Medieval oder Medieval gerade geil fanden, weil der Papst dann auf die Eier ging durchgehend. Wirklich auf das Setting drauf an, ob das Spiel dir gefällt oder nicht. Deshalb bin ich ja eher der Antike-Fan im Vergleich, oder der Antike oder der Empire-Fan. Bin aber mit dem Mittelalter-Spielchen davon gar nicht so warm geworden. Also Medieval hat mich nicht so gepackt, wie es vielleicht mich hätte packen sollen. So, meine Herrschaften, nehmt es einmal zurück. Krass, ich habe sogar Erfolg mit dem Attentat gehabt. Normalerweise habe ich ja nie Erfolg. Meine Armee muss zurückkommen, da wird nämlich gleich eine entstehen. Eine Rebellenarmee, gegen die ich kämpfen darf. Das ist aber direkt eine ziemlich große Rebellenarmee. To the four corners. The correct path. On the move. Aber endlich entwickelt sich die Bevölkerung da mal. Wann spielst du das erste Mal Total Warhammer 2? Das kann ich noch gar nicht sagen. Ich weiß noch nicht, wann ich Hand anlegen darf. So, wir haben die Beutekammer für Throck gebaut. Endlich ist die Beutekammer abgeschlossen. Sofort spürt Throck, wie seine Untertanen sich im gesamten eisigen Norden in Erwartung der bevorstehenden Verwüstung regen. Und er beginnt vor Aufregung geradezu zu geifern. Doch noch etwas fehlt. Die Armee des Trollkönigs verfügt noch immer nicht über die gefürchtesten aller Trolle. Norskanische Eistrolle. Die mit ihrem üblen, eisigen Atem alles vor ihnen gefrieren, bevor sie es verspeisen. Seine Armee ist bereit, in den Süden zu ziehen. Doch Throck weiß, dass er keine Eistrolle mehr rekrutieren kann, wenn die Armee erst losmarschiert ist. Wenn er also auf der Suche nach seiner Krone maximalen Schrecken verbreiten will, muss Throck sie auf... in seine Armee eingliedern, ehe er aufbricht. Blöpp. The nation calls. Cease. Where's my next quarry? I'll challenge them. So schnell, bevor die noch größer werden. Ach. Das ist eine Armee, die können wir einfach so abschlachten. Ich glaube, die Bretonen werden ein bisschen sehr stark jetzt. Sind nämlich stärker Rang 1 geworden. Speak.
challenge? Undeniable. So, das war's mit den Rebellen. Does not want you here. She always gets what she wants. Middenland, habt ihr Verbündete? Nee, ihr kämpft gerade gegen die Ostmark. Wenn ich euch direkt in Middenheim treffe. Let's fight. Schicke ich mal einen von meinen Wölfen runter zum Auskundschaften. Ah, ich schicke einfach mal beide runter. So, die Runde wartet, dann holen wir den legendären Mammut mal rein. So, der hat die drei Eistrolle jetzt drin. Dein schreckliches Gefolge ist komplett und der Trollkönig ist bereit, die zivilisierten Länder auf der Suche nach seiner Krone zu einer blutigen Masse zu zerstampfen. Nur wenige haben sich ihm gestellt, ohne als Mahlzeit zu enden. Und nun kann Throck dem Rest ihrer schwächlichen Rasse beweisen, dass der Winterzahn mehr als ein Mythos für tote Narren ist. Throck lacht in sich hinein. Er freut sich schon darauf, über das Menschenvieh des Imperium zu herrschen. Außerdem haben mit Sicherheit diese Feiglinge seine Krone gestohlen oder wissen zumindest, wer es war. Plündert oder reißt drei verschiedene Siedlungen der folgenden Rasse nieder. Da sind wir ja eh dran. Moment, Tomio, dann verzichte ich auf einen weiteren Fernkämpfer. Also der Stärkeunterschied ist vorhanden, aber relativ. Obwohl, die hat da unten noch zwei weitere Symbole. Gelände erfahren, Geschwindigkeits- und Kampfstrafen aufgrund des Geländes werden von dieser Einheit ignoriert. Erzürnen, plus 44% Schadensresistenz, mein Gott. Wo sind denn die Armeen von Middenheim? Sollen sie auch versuchen, Salzgemünd aufzubauen. Ne, Salzenmünd. Oh mein Gott, ich mach Minus. Schnell, plündert Middenheim. Wir brauchen Geld. Wie ist Proof zum Imperator geworden? Eine Königin der See hat, während ich zu Hause in meinem Keller war, durch die Abflussrohre ein Schwert der Könige gereicht und mich damit zum Imperator gemacht.
Moment. Wo ist meine Rock? Rock-Armee? Ja, alles zu weit weg, ich weiß. Krass, dass die KI ungern übers Wasser geht, ne? Nein, ich erinnere daran zurück. Früher haben wir Hitbox-Streams gehabt und das Volk hat entschieden, dass ich Imperator werde. So, wundervoll. Niederreißen des Imperiums. Erforderliches Gebäude, besetztes Altdorf. Weiler. Ach so. Wenn ich die Hauptstadt von denen besetze, dann kriege ich nochmal einen Bonus. Also kann einen Bonus erforschen, um die platt zu machen. So viel dazu. To the four corners. Ja, wir wollen Krieg erklären. Och, die haben ja gar keine Verteidigung hier. Locker haben wir eben 34.000 erplündert. Das kommt alles von den Bonis von den Lager des Sklavenräubers. Immer noch 18.000. Ich bin zu reich. Ich weiß nicht, was ich anfangen soll mit meinem Geld. So, zum Schutz vor der Chaoswüste können wir Türmchen aufbauen. Obwohl, wir verehren Chaosgötter. Was soll passieren? By the Comet. Where's my next quarry? I'll handle it. So, her mit dem Plünderungslager. Einheiten angreifen gescheitert.
und eine Großherde kommt. Aber nur eine kleine. Okay, ihr wollt keinen Nicht-Angriffspakt mit uns, aber wir errichten unsere Götzen. Lass die Finger davon. My challenge? Undeniable. Who's next? Sonst kriegt er nämlich Ärger mit mir. Wir könnten direkt bis zum Imperium durchlaufen in Altdorf. Aber ich werde Middenheim erstmal komplett auseinandernehmen. Verstärkte Beutelager. Tut mir leid, aber ich will nicht 50% Überfallkohle verlieren. Ach, da oben ist die Armee von Middenheim. Da ist ja doof. Was bedeutet, die könnte Dietershafen angreifen und sogar gewinnen an der Stelle. Ziehen wir mal hoch nach Bronzeburg. Bronzefestung. Mein Gott, was habe ich denn heute? Ich dachte erst, die Füße des Mammuts brennen. Das wäre sowas gewesen wie der Typ auf dem brennenden Motorrad. Hellrider, oder? Ein ganz schrecklicher Film, fand ich. Aber es soll angeblich Leute geben, die diesen Film gut fanden. Möge euer Geschmack nicht auf eure Kinder abfärben. Diplomatisch korrekt. Man sieht, warum die Kiew-Leute im Stärkerang relativ hoch sind. Och, beim Durchlaufen haben die einen Attentat gemacht auf meinen armen, netten Mann. Ach, der Ghost Rider, nicht Hell Rider. Danke, Chat, für die Korrektur. Wie gesagt, ich fand den Film nicht so bolle. Ich schlachte ihn mal selbst ab, damit wir nochmal was auf dem Schlachtfeld sehen. Einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe, hat im Chat jetzt auch Joker gemeint. Ich überlege gerade, welcher wirklich der schlechteste Film ist, den ich je gesehen habe.
Fällt mir bestimmt gleich was ein. Frontal oder durch Seitentor? Seitentor, ne? Ist das Mammut tot? Hat das Mammut ein Arschloch? Ja, hat es. Es hat auf jeden Fall eine Hinterneinwölbung. Und warum wird es eigentlich am Arsch so viel genäht? Entschuldigung, dass ich Arsch sage, aber es ist so. Was hat das eigentlich für ein Rüssel? Haben die das aus Alien geholt? Geil wäre, wenn im Rüssel nochmal so ein kleines Maul wäre, was rauskommt, dann macht so... Wie bei Alien halt. Aber wundervolle Tiere. Kann ich jedem nur das Haustier empfehlen. Dum, 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 dum. Was ist euer Problem? Rennt doch einfach mal. Dass es kein Freaky Fire gibt. Ich warte auf den richtigen Moment. Verdammt, ich glaube, ich habe genau dann gescreenshottet, als das Tor wieder zu war. Die sterben jetzt eh alle. Ich glaube, da sind berittene Musketenreiter. Versucht doch einfach durch das Tor zu gehen, Mammuts. Ist nicht so eure Glanzleistung. Piep, piep. Sie parken jetzt ein. Ich fände viel schöner, wenn er eine Schwanzattacke machen würde. Anstatt mit seinen Köpfen die ganze Zeit zu versuchen, hier irgendwas zu beißen, müsste er einfach mit seinem Schwanz einmal so einen Roundhouse-Kick machen. Einmal rumschwingen und gut ist.
Übrigens, aber im Chat gesagt wurde, die KI ist halt immer schlecht von Total War. Also, beziehungsweise sie hat ihre Schwächen. Ich finde das einfach so geil, dass ja die Entwickler es nicht. Also, ich habe ja mal bei Total War Warhammer mit den Entwicklern gesprochen und da habe ich ja gesagt: Okay, ne, jetzt habt ihr halt die Straßen in den Städten größer gemacht, aber die Einheiten bleiben immer noch an den Ecken hängen. Also, es funktioniert halt mit dem Formationskram nicht. Wo er meint, ja, ist halt so eine Sache, das weiß man. Mit den größeren Straßen ist jetzt besser geworden. Weil man sieht halt, ne, die versuchen, sobald die durch die Stadt laufen, wird jede einzelne Einheit einzeln berechnet, also so wurde es halt erklärt, von der Bewegung. Die Formation ist hinfällig. Deshalb knubbeln die sich hier und werden beim Vorbeiziehen nicht so, wie es halt irgendwie formationsmäßig sinnvoll wäre, ne, dass sie als Gesamtes hier, ne, hoch und dann dreht sich die Formation so leicht und läuft hier hoch, bis halt ein Kampf beginnt, wo es dann sinnvoll wäre, vielleicht die Formation mal zu verlassen. Aber es will so ein Einschnitt wohl in die KI sein, in die Programmierung, dass das einfach nicht möglich ist von heute auf morgen. Da ist eine To-Do, da muss man wohl ganz schön viel umschreiben. Cage ist der Til Schweiger des amerikanischen Kinos. Hat jetzt der Chat gesagt, nicht ich. Aber es ist ein guter Vergleich. Sogar nur 864. Vorhin hatten wir noch 1000 Soldaten. Dann kam mir die Zeit von, ich tausche 100 Soldaten gegen einen Mammut. Aber am effizientesten sind wirklich die gepanzerten Wölfe. Die kannst du ohne Sorgen die meisten Einheiten reinschicken und dann ist halt Feierabend. To the four corners. I'll see it through. Wenn wir hier einfach eine Armee ausheben. Ja, 5 Runden. Ich weiß, ich falle jetzt ins Minus beim Unterhalt. Müssen aber langsam mal starten mit. Wir müssen ja durch das Plündern unsere Bilanz positiv halten.